Freunde der guten Unterhaltung, die Glocken läuten, das heißt, es ist Zeit für Dorffest-Action, Freunde. Und wir sind wieder in Gersbach am Start, Dorffest 2024, Freunde. Und ja, wie jedes Jahr haben wir fett aufgebaut, ich zeige euch gleich alles noch ein bisschen. Ich lege heute Abend nicht auf, wie immer legt mein Kollege DJ Scholleschosch hier auf. Und dann ist Dorffest ja immer so ein bisschen auf. Und ja, ich muss aber sagen, wir sind ein bisschen kleiner dieses Jahr, was die Technik angeht. Hat verschiedene Gründe, ist aber auch egal, ist mir trotzdem geil. Wir haben dasselbe Setup wie in Finningen auf dieser Dorfparty, die ich erst hochgeladen hatte vor ein paar Wochen. Und ja, wie gesagt, normal sind wir hier größer, aber trotzdem wird es heute eine fette Party. Wir erwarten wieder über 1000 Gäste hier auf dem Dorffest. Und ich mache heute Abend Licht. Außerdem spielt noch unser Kollege Heiko auch noch mit. Also wir sind zwei DJs, ein Lichttechniker auf der Bühne. Und ja, ich freue mich riesig drauf. Es wird auf jeden Fall wieder fett und ich führe euch jetzt mal ein bisschen auf dem Gelände rum. Viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Ja, Freunde, wie gesagt, selbes Setup wie in Finningen und ja, die HK-Anlage. Wir haben wieder die Moving Heads, die BSW 800 und ein paar Kannen oben drin und selbes Programm, selbe Lichtshow wie in Finningen über die Showtech Lambi. Und wie gesagt, ich mache heute Abend Licht. Und ja, Freunde, es wird abgehen, es ist Dorffest, Dorffest geht immer ab, Dorfpartys sind die geilsten Partys. Und ja, Freunde, ich würde eigentlich sagen, wir schnacken nicht lange rum, ich nehme euch mit wie immer und wir haben heute eine coole Zeit. Bis gleich, wir sehen uns, wenn es losgeht mit dem Warm-Up. Übrigens, Freunde, ja, habe ich heute keinen Gig. Ich probiere gerade mal hier auf den Wagen hochzukommen. Boah, mit einer Hand. Ja, heute praktisch freies Wochenende, nicht ganz. Ich war am Freitag, also gestern in der Nachtschicht in Kaiserslautern, habe da aber keinen Vlog gemacht. Ihr seht aber Impressionen auf meinem Instagram-Channel auf jeden Fall von der Nacht. Aber ich wollte da keine Kamera mitnehmen bzw. benutzen, weil ich mich auf den Gig konzentrieren wollte. Das war das erste Mal in der Nachtschicht. Ist eine Großraumdiskothek, wo 2000 Leute reinpassen, also... Das war ein wichtiger Gig für mich. Wie gesagt, Impressionen sind ja auf Instagram. Und ich bin froh, dass ich heute frei habe hier auf dem Dorf, ja, zum Dorffest auf dem Dorf. Und auch mal ein bisschen entspannen kann. Klar, ich arbeite trotzdem, mache Licht, aber vor allem mit den Leuten ist halt immer geil auf dem Dorf. Die Leute kennen einen und auch generell hier in Pirmasens halt, die Leute kennen mich. Und auch wenn ich keine Musik mache, ich feiere mit den Leuten, stoße mit denen an. Und das ist für mich auch immer so wie so ein bisschen Urlaub. Es ist einfach geil. Freunde, die Glocken läuten immer noch. Ich muss jetzt vor, es ist nämlich Fass an Stich. Wir sehen uns. Bis gleich. I wanna die, oh, cause you so thick. Girls call me Tyler Ranger, oh.
Ein kleines Nachwort hier zum Gersbacher Dorffest 2024. Ist jetzt schon ein bisschen her, war ja im Juli. Ich habe euch ja versprochen, ich lade alles nach und nach noch hoch. Aber ich würde sagen, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Sorry ein bisschen an die Kameraführung. Ihr habt gesehen, ich habe nicht selbst gefilmt. Es war ein Kollege von mir, auch der die Reiterparty gefilmt hat, die ihr erst gesehen habt letztens, die vom Kanal hochgeladen wurde. Und er hat nicht so viel Kameraerfahrung, aber ich denke, der Vibe ist auf jeden Fall rübergekommen. Auch am Schluss der Moshpit und so weiter, habt ihr ja gesehen. Damals mache ich ja sowas nicht. Es gibt ganz wenige Veranstaltungen, wo ich, also ich habe ja noch nicht gespielt, es war ja Ruben, der gespielt hat, aber so Hardcore, Raw-Style, Uptempo, ich höre es privat sehr gerne, aber ja, wie gesagt, für die breite Masse ist es natürlich eher nichts, aber in dem Fall ist gut angekommen, es waren ja auch viele, viele junge Leute da und wenn man das einmal macht, das nehmen die da auch nicht krumm und gut, Ruben hat später noch ein bisschen anderes Zeug gemacht, aber ja, wie gesagt, es war auch schön, mal ein bisschen Gast zu sein und mal nicht auflegen zu müssen, war jetzt ein absoluter Zufall, dass ich da den Samstag frei hatte. War aber richtig, richtig toll. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es kommen jetzt noch ganz, ganz viele Hochzeiten, auch noch ein paar andere Gigs von mir, ein paar Kerbe und so weiter. Freut euch auf Content und wir gehen so langsam in die Clubsaison. Kneipentour steht wieder an und so weiter und so fort.
und auch neue andere Gigs. Also, ich freue mich drauf, Freunde. Verzeiht mir, wenn nicht jede Woche ein Video kommt. Aktuell ist bei mir möglich zeittechnisch ja ganz, ganz eng und viel, viel los. Aber ich probiere immer noch natürlich für euch hier mein Herzensprojekt weiter voranzubringen, für euch Content zu liefern. Also, Freunde, macht's gut, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, euer Elias. Ciao.